Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Lohnpsychologe und so weiter und so fort. Der neue Monat geht los, Selbstliebe-Challenge, fängt eine neue Gruppe an, Manifestation-Challenge, noch ein paar Tage, Verlustangstkurs und Frühbucherpreis, die neue Lesetour im Sommer, gibt es jetzt schon die Berlin-Location. Viel Neues, ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ja, heute haben wir mal wieder die spaßige Frage, lernst du jemanden kennen und ja, kommt aus einer offenen Beziehung und hören wir uns das nochmal an, ne, von Anna Refkola. Lieber Christian, ich hätte mich vor einiger Zeit schon mal bei dir gemeldet. Ich bin Anfang 30, ja, auch in der Beratungsszene unterwegs, Mutter. Und seit ein paar Jahren getrennt. In der Zwischenzeit hatte ich zwei Kurzzeitbeziehungen. Die Männer fanden das mit dem Kind dann doch alles etwas anders. Keine spontanen Urlaube, weniger Zeit. Und die Beziehungen, die ich dann hatte, haben sich nicht weiterentwickelt. Ich würde meinen, dass ich sehr auf Freigeister und Künstlertypen stehe. Gut, hat ja auch ein bisschen was Polares, sage ich mal so, ne? Ich muss allerdings sagen, wenn ich Frauen kennengelernt habe, die irgendwie sagen, sie sind Freigeister, da hieß das meistens Bindungsangst und so. Bloß nicht festlegen. Aber gut, wer bin ich schon? Was weiß ich schon? Genau. Weil ich den anderen Lifestyle genieße, wenn meine Tochter bei ihrem Papa ist. Ja, das kann ich total verstehen. Ja. Ja, ist auch fair enough, alles gut. Und ich dann in eine andere Lebenswelt eintauchen kann. Ja, das kann ich total verstehen. Außerdem brauche ich in Beziehungen selbst viel Freiraum. Nicht unbedingt sexueller Polynatur, sondern Zeit für meine Hobbys und Friends. Ich finde es einengend, wenn Paare ständig zusammenhocken. Alles gut. Also unkonventionelle Typen sind schon mal nicht mein Ding. Ja, also verstehe ich alles, nur das ist oft so die Ouvertüre, dass man Bad Guys datet oder so und die Netten ja niemand abkriegen. Aber gut. Ich habe mir einen Polaritätskurs gemacht und fröhlich festgestellt, dass ich gut in meiner weiblichen Polarität bin. Es ist eigentlich auch immer so, dass ich von vielen Männern als anziehend und attraktiv, so reflexiv und kommunikativ sowie stark autonom wahrgenommen werde. Nun habe ich vor 2 Monaten einen Mann im Club kennengelernt. Sehr schön, offline, sehr gut. Gut, gutes Pickup von dir. Es war ein Magic Moment an der Bar. Klar, möchte man gerne Magic Moment haben, wenn man sich verliebt. Und klar, ist immer die Frage ist, wenn es zu magic ist. Ich sage ja immer wieder, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ich weiß, das will keiner hören, das will nie jemand hören, aber ich sag's ja nur. Wir flirteten, küssten uns und der Abend endete bei mir zu Hause. Ich vermute mal, habt ihr euch nicht die Briefmarkensammlung angeguckt? Auf meine Nachfrage hin, ob er Single sei. Okay, hoffe, du hast das vorher gefragt. Sagt er zunächst ja und wenige Minuten später, dass er in einer offenen Beziehung sei. Warum sagt er dann erst ja? Also, na gut, wahrscheinlich wollte er auch einfach dich in die Kiste kriegen, sag ich mal. Ist dann halt so. Und er nicht wisse, warum er mir das zunächst verschwiegen hätte. Ja, da fallen uns schon Gründe ein, warum er das verschwiegen hat. Aber immer hat er das gesagt. Die Beziehung laufe schon länger schlecht. Also meistens, ich kenne den jetzt nicht und ich weiß, dass Leute in offenen Beziehungen leben. Es gibt es ja, ist ja nicht so, dass das nicht gibt, so, ne? Nur meistens, wenn mir das hier zumindest in unserem Bereich hier über den Weg läuft, mit offenen Beziehungen, heißt es eigentlich meistens, natürlich habe ich eine Freundin zu Hause, die weiß nichts davon, dass ich in einer offenen Beziehung lebe. Und es ist auch gar nicht so, dass es gar nichts mehr läuft. Läuft durchaus noch was. Nur, ja, man möchte vielleicht auch so die Freuden des Dating-Alltags, oder vielleicht ist es gerade on-off, oder ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht ist das ja jetzt wirklich, dass die wirklich eine offene Beziehung haben, ne? Kann ja alles sein. So, ich sagte ihm, dass ich auf Dreiecke keine Lust habe und schickte ihn nach Hause. Okay, ja, das ist doch konsequent. Okay, dann war es vielleicht doch
vor der Briefmarkensammlung. Er fragte nach meiner Nummer und ich gab sie ihm und sagte, er soll sich nur melden, wenn dann sein Beziehungsstatus klar sei. Okay, hast du nochmal eine Ansage gemacht. Die beiden hatten angeblich keine Absprache bezüglich Dealbreaker, was erlaubt ist im Rahmen ihrer offenen Beziehung. Ehrlich gesagt führt das bei mir wieder dazu, dass ich mir alles Mühe habe zu glauben, weil welche offene Beziehung gibt es denn, die keine Absprachen treffen? Das ist ja gerade die Arbeit, die man zu leisten hat in einer offenen Beziehung, dass man trotzdem natürlich Grenzen definieren muss. Also wenn man gar keine Grenzen definiert, dann ist auch keine, dann ist eigentlich auch keine Beziehung, weil dann ist ja eh Wildwest, jeder mit jedem, scheißegal, weiß nicht, wo man das auch noch Beziehung nennen müsste. Also insofern sehr schwer zu glaubende Aussage, aber gut. Tatsächlich meldet er sich nach einer Woche und wir trafen uns. Er sagt, er habe sich von seiner Freundin getrennt. Ja, woher, ich meine, sorry, dass ich immer so negativ bin, aber woher weißt du das? Du weißt es nicht. Du kennst ihn nicht, du kennst ihn gar nicht. Menschen lügen extrem viel, weißt das nicht, ne? Aber gut, wir wollen ja, glauben wir immer an das Gute im Menschen und gut. Relativ schnell wurde es zwischen uns intensiv. Nach circa 6 bis 7 Dates sagte er, dass die Sache mit mir für ihn immer bedeutsamer werde und ob ich eine Beziehung mit ihm vorstellen könnte. Okay. Er sagte, dass er noch etwas Zeit brauche, aber ich sagte, dass ich noch Zeit brauche, aber Gefühle für ihn habe. Okay. Ja, also ich meine, idealerweise sage ich ja immer, die Frau sollte diese Beziehungsgespräche führen. Man merkt jetzt auch, dass du so ein ganz klein bisschen, aber gut, wir wollen ja jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich sag's mal, ja, er meldete sich sogar in meiner Theatergruppe an, sodass wir uns öfter sehen können und zeigte mit seiner Verbindlichkeit. Sag mal, findest du das nicht weird und creepy irgendwie, ganz ehrlich? Du kennst jemanden kaum, was weiß ich bin hier im Ruderclub Berlin-Tegel und date eine neue Frau und die meldet sich dann nach 3 Dates, ohne es womöglich mit mir abzusprechen, weiß ich jetzt nicht, meldet die sich an und taucht plötzlich in meinem Ruderclub auf und damit wir uns nahe sein können und macht bei mir einen komischen Vibe, aber vielleicht ja nur bei mir, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Hört sich ein bisschen nach Fast Forwarding an. Aber nicht jetzt bewusst, ne? Er will dir bestimmt nichts Böses sagen, also alles gut. Eine Woche später sagte ich ihm, dass ich mich in ihn verlieben könnte und exklusiv sein möchte. Seine Reaktion erstaunte mich. Er reagierte mich, warum verliebt sich eine Frau wie dich in mich? Also Leute, die Mails in der letzten Zeit, die sind echt schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Mensch, was datet ihr denn? Aber das ist, habe ich ja mal im 7 Gründe, warum du in toxischen Beziehungen bist, ist ja ein Grund, mangelnder Selbstwert. Das ist genau der Punkt. Vielleicht bist du eine gute Partie, möchtest du, hast dein Shit together und was weiß ich. Und dann sagst du, ja, lass uns zusammen sein. Und dann, ich verdiene dich nicht. Ich verdiene dich nicht. Es könnte auch was Bindungsängstliches sein. Boah, du hast was Besseres verdient. Letzte Woche wollte ich dich zwar, als du mich nicht gewollt hast, aber jetzt, wo du mich willst, da weiß ich nicht, ob ich dich noch will. Da ist es so ähnlich wie neulich mit dieser Chaos-Mail. Jemand, der einfach nicht weiß, was er will, sein Leben nicht geordnet hat. Wie willst du den daten, ne? Er könnte nichts bieten, sein Leben sei das reinste Chaos, aber nicht mehr eine Wohnung momentan und ich könnte jeden haben. Wahrscheinlich wurden nie wahrere Worte gesprochen als hier. Ich sage ja, gerade am Anfang sagen euch Leute oft, was Phase ist. Und ehrlich gesagt, das ist auch mein Eindruck. Ich meine, das ist wirklich fair, dass er das sagt. Das ist Chaos. Also vielleicht noch, also wenn er sich wirklich gerade getrennt hat, dann ist er im Rebound, Liebeskummer, weiß nicht, ob er zurückgeht. Vielleicht hat er auch nicht so das stabilste Beziehungsmuster, wissen wir nicht. Hin und her, wenn du ihn willst, will er dich nicht. Wenn du ihn nicht willst, will er dich. Ja, warum haben die überhaupt eine offene Beziehung geführt? Alles so Fragen. Und
Ja, warum muss man, ja, und das ist ja auch mal diese Sache mit Rebound-Beziehungen, ne, dass die Leute einfach hin und her flippen. Ne? Also vielleicht ist er sogar stabiler normalerweise, aber jetzt in dieser Situation vielleicht nicht, kann auch sein, ne? Jetzt mal positiv gesehen. Und aber hey, ganz ehrlich, wenn er dich gut findet und du findest ihn gut, was soll denn so eine fucking Aussage, ne? Also das ist meistens dann doch eine Bindungsvermeidung und meine lebt ja schon in einer offenen Beziehung, also wahrscheinlich ist es jetzt nicht so der Commitment-Typ und das ballert dir jetzt wieder vor die Ohren, ne? Das heißt, du machst einen Schritt auf ihn zu und er sagt dann, oh, alles Chaos bei mir, was wahrscheinlich auch stimmt, aber date mich bloß nicht, was ist das für eine Drecksaussage? Also jetzt nicht, dass er das absichtlich macht, aber was soll das? Na, ich meine, gerade wollte er noch mit ihren in eine Theatergruppe und jetzt sagt er, nee, date mich nicht, was soll der Scheiß, ne? Aber das ist einfach, wenn Menschen chaotisch sind und was willst du da machen, ne? Er rudert wieder zurück und sagt, er wolle sich auch hingeben. Oh, welcher Mann sagt, er wolle sich auch hingeben eigentlich? Was ist denn heute los? Was ist denn los heutzutage, ey? Okay, gibt es irgendwie noch alte Werte von männlicher Kernigkeit oder irgendwie sowas? Welcher Mann sagt denn, ich will mich dir hingeben? Das ist. Ich verzweifle heute wieder, ey, wirklich. Leute, was ist los mit dieser Welt? Ey, ich raff es nicht mehr. Ja, gut. Das hatten wir schon. Sei aber alles noch frisch mit der Trennung und er sei zerrissen. Ja, das, wie gesagt, das glaube ich, das ist genau das Problem, denke ich, ne? Wir hatten dann zwei weitere Dates, aber ich spürte eine Distanz zwischen uns und sprach ihn darauf an. Er sagte, dass wir es etwas überstürzt haben und erst mal unser Leben sortieren solle. Also was man ihm ja nicht vorwerfen kann, ist, dass er das nicht alles kommuniziert, was bei ihm, wie gesagt, mit seiner offenen Beziehung, hoffen wir mal, das stimmt so alles. Aber ansonsten kann man ihm nicht viel vorwerfen, weil er steht da, wo er gerade steht und er ist so konfus, wie er halt gerade konfus ist. Das ist sein gutes Recht, ne? Und er hält damit ja nicht hinterm Berg und er zeigt dir seine Konfusion, ne? So, ne? Wenn meine Gefühle in ihm Angst auslösen, dann fühlt sich das nicht gut für mich an. Ja. Er versichert, dass er Gefühle für mich hat und unsere Geschichte etwas Besonderes sei. So besonders, dass ich dich leider gerade nicht daten kann. Aber es ist so besonders. Aber es ist so besonders, dass wir leider nicht daten können, ja. Okay. Was er nicht wegschmeißen wolle. Also mit anderen Worten, soll es jetzt bloß nicht jemand anders daten, auch wenn er immer noch nicht weiß, was er mit dir machen soll. Das finde ich wiederum nicht sehr fair. Aber gut, ich mein Gott, das sind jetzt alles. Es ist einfach chaotisch und müssen wir jetzt auch nicht überbewerten alles. aber er wollte jetzt erstmal 3 Wochen wegfliegen, den Kopf frei kriegen. Was ist jetzt mit eurer Theatergruppe ohne dich? Seid ihr jetzt committed? Was macht er denn im Urlaub? Fragen über Fragen, sagt er dann auch, er hat eine offene Beziehung? Ja. Wir verabschieden uns. Er sagt, er wolle mich nach seiner Reise wiedersehen. Also Übersetzung, wir sind nicht committed und ich pop so viel rum, wie ich will auf meiner Reise. Okay. Also, dass wir vielleicht nochmal von vorn anfangen können. Also, wiederum Übersetzung. Nicht, dass du denkst, wir wären zusammen oder so. Obwohl er dir das gerade noch vor 2 Wochen angeboten hat. Er wolle mich auf seiner Reise anrufen. Ach, das ist echter Gentleman. Super. So, was meinst du, Christian? Macht es Sinn, auf seine Worte zu vertrauen? Also ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie irgendwas Böses im Schilde führt. Überhaupt nicht. Der ist einfach fucking komplett chaotisch. Vielleicht ist er das nur jetzt, vielleicht ist er das immer, aber das ist, was ich immer sage, was ich immer wieder wie so ein tibetanischer Gebetsmönch wiederhole, datet doch Leute, die nicht sowas Kompliziertes wollen von euch irgendwie, ne? Datet doch, lasst doch, haltet euch von diesem ganzen Kram fern mit, also das ist auch keine moralische, wenn ihr so richtig stabil seid, könnt ihr auch machen, was ihr wollt, aber offene Beziehung, Tari, Tara, Freundschaft plus, Rebound-Beziehung, würde ich mich alles raushalten, weil es sorgt nur, das kann man nur machen, wenn man so richtig in sich gefestigt ist.
einem alles scheißegal ist eigentlich so, dann kann man das machen, nicht so übermäßig viel Gefühle hat. Aber so, kann ich nur sagen, haltet euch fern von diesem chaotischen Scheiß, so, ne? Wie gesagt, er darf chaotisch sein, er darf so eine Lebensphase haben, aber du siehst doch, dass dieser Typ einfach A sagt und B macht und dann sagt er B und er macht A und das ist kein böser Wille, aber das ist er, wo gerade steht und sorry, noch so einer Nummer, ich melde mich da in deinem Theaterclub an, lass uns zusammen sein und ach nee, jetzt doch nicht und ich bin 3 Tage weg und ich melde mich. Also mach, was du willst, bei mir wäre schlagartig alle Gefühle weg, bin mir ganz sicher und würde ich für mich, wenn man jetzt, wie gesagt, ich versuche ja auch immer so alternative Sachen auch mal anzubieten, als immer weg, next und so. Einzige Möglichkeit wäre da zu sagen, ja, es ist einfach eine Affäre, er ist ein Freundschaft plus, er ist, ja, ich würde auch, wenn du willst, sofort weiter daten. Er ist einfach irgendeine Person in deinem Leben, mit der du dich vielleicht irgendwann wieder triffst und mehr ist es nicht, ne? Weil ist kein Commitment da, dann ist es auch absolut falsch, dass du dich einseitig committest und dann ist es eben so ein, ja, irgendwas, Situationship, Freundschaft plus, bla, 2023 Beziehung, whatever. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, wir sehen uns bald wieder.